Wir wollen jedes Mal ein Stück weiter weben an dem Webstuhl und wir wollen jedes Mal eine andere Farbe in den Mittelpunkt stellen und über diese Farben uns auch austauschen, was diese Farben bedeuten und was diese Farben ganz persönlich für einen selber bedeuten, aber auch ein bisschen was erfahren über die kulturellen Hintergründe einzelner Farben. Wir weben sozusagen an unserem gemeinsamen Lebensteppich weiter. Die hier? Ja. Gute Wahl, die hätte ich auch genommen. Mir gefällt sehr gut, das erinnert mich zurück. Mein Schwiegervater hatte einen großen Webstuhl, einen Handwebestuhl. Wenn er dann gewebt hat, musste er mit Füßen treten. Hoch und runter. Es gibt eine Webschule hier in Sindelfingen. Jawohl. Die gibt es immer noch. Nein, die gibt es nicht. Ich freue mich sehr, dass Sie Bewohner jetzt im Laufe der 4 Wochen, die wir es haben, richtig locker und entspannt geworden sind und wie groß der Wille ist, wie beharrlich die dabei bleiben und wie viel die dazugelernt haben. Wir sprechen älteren Menschen oft Fähigkeiten ab und dabei können sie noch ganz vieles, nur in ihrer eigenen Zeit und in ihrer eigenen Geschwindigkeit, und das ist wichtig zu respektieren, und auch Entschleunigung braucht ihren Raum. Für uns ist immer wichtig, dass wir unseren Bewohnern zeigen und nahebringen, dass sie ein Teil des Sozialwesens sind, dass sie dazugehören. Und deswegen ist es ein Anliegen, dass wir uns mit den Nachbarn im Quartier und auch mit anderen Kooperationspartnern vernetzen und Kontakte pflegen. Die bringen einfach nochmal neue Impulse und neue Ideen. Und unsere Bewohner fühlen sich dadurch auch gesehen und gewertschätzt. Die Weberei gehört zu den allerältesten Handwerken der Menschheit. Es wurde über viele Jahrtausende mit sehr großem Aufwand unglaublich prächtige Bekleidungstextilien hergestellt. Kleidung war immer ein Schmuck, ein Ausdruck von Persönlichkeit, ein Ausdruck von Status. Für uns heute ist das Bekleidungsstück banal, weil es im Überfluss zur Verfügung steht. Und mein Anliegen ist einfach, Menschen zum Nachdenken zu bringen, darüber, dass es eben nicht banal ist, dass es nicht so selbstverständlich ist, und die Augen aufzumachen für die unglaubliche Vielfalt und Möglichkeiten, die in Kleidung stecken. Das Argument der Nachhaltigkeit ist mir auch und gerade hier wichtig, weil die reden mit ihren Familien, mit ihren Kindern und Enkeln darüber und tragen dann den Aspekt, dass Kleidung nicht auf dem Kleiderständer wächst, weiter in die übernächste Generation. Ich nehme mit, dass man auch im hohen Alter noch Dinge neu lernen kann. Einen Spaß daran entwickeln kann, auch wenn man sich zuerst vielleicht ein bisschen unsicher ist, ob man das auch schafft und bewältigen kann. Dass es einfach einen großen Wert hat, Erfahrungen, die einen erfüllen können oder stolz machen können. Und das ist für mich persönlich dann tatsächlich auch ein Vorbild für das spätere Leben sozusagen.